Ja, geschätzte Frau Stadtpräsidentin, liebe Corinne, geschätzte Frau Sabine Döbeli und Herr Michael Gras, geschätzte Medienschaffende, herzlich willkommen zu unserer Medienkonferenz. Ich möchte Ihnen kurz zuallererst Referentinnen vorstellen. Zum einen Frau Stadtpräsidentin Corinne Mauch, die will ich eigentlich nicht vorstellen, aber ich nenne sie jetzt auch deshalb, weil wir die Studie, die wir heute vorstellen, die wir miteinander finanzieren. Gemeinsam den Kanton und auch die Stadt Zürich. Und sie wird dann auch Schlusswort heben. Dann ist der Herr Michael Gras neben mir. Er ist Mitglied von der Geschäftsleitung von BAK Economics und er hat die Studie verfasst, zusammen mit seinen Mitarbeitenden. Und dann wäre auch Frau Sabine Döbeli. Sie ist CEO von Swiss Sustainable Finance und sie ist heute dabei, weil Swiss Sustainable Finance beim Fokusthema Sustainable Finance eben mitgeschafft hat. Das ist ja das Fokusthema von heute. Und hat den Bericht auch sehr eng begleitet. Und ich möchte auch speziell begrüßen Frau Eva May von meiner Standortförderung. Sie war Projektleiterin von diesem Projekt zusammen mit der Frau Jacqueline Kaiser. Sie, wo jetzt ganz hinten gesessen ist, genau, von der Stadtentwicklung Zürich. Vielleicht erinnern Sie sich, vor 2 Jahren haben wir Ihnen ja die letzte Finanzblattstudie vorgestellt. Und man kann es fast nicht glauben, aber vor 2 Jahren waren wir mitten in der Covid-Pandemie. Wir waren im Lockdown. Und weite Teile der Wirtschaft haben stark unter diesen Massnahmen gelitten. Ich habe damals gesagt, dass der starke Finanzsektor Zürcher Wirtschaft stabilisieren. Und ich habe auch gesagt, gleichzeitig aber, dass die Pandemie wird Spuren hinterlassen wird. Und das sehen wir heute, und das sehen wir heute deutlich. Die Schadenszahlungen der Versicherungen sind wegen Covid, aber es ist nicht nur Covid, es sind auch Naturkatastrophen in den letzten Jahren gestiegen. Und das hat zu einem Rückgang geführt von der realen Bruttowertschöpfung der Versicherungen. Und im Gegenzug kann man aber auch sagen, dass sich der Bankenplatz sehr robust gezeigt hat. Vor allem auch dank einer Zunahme von Volumen in den Kreditgeschäften und den Börsen, die sich ja bekanntlich bis 2021 sehr positiv entwickelt haben. Nach einem kurzen, möchte ich auch erwähnen, kurzen Einbruch nach der Covid-Pandemie. Und das hat insgesamt dazu geführt, dass am Zürcher Finanzplatz eine Veränderung im Kräfteverhältnis jetzt passiert ist. Und während wir 2019 die Versicherungen und die Banken noch, wir haben das damals gesagt, zu gleichen Teil an die Wertschöpfung beigetragen haben, haben wir jetzt für 2021 ein anderes Bild. Der Anteil der Versicherungen an der Wertschöpfung liegt bei 34% und die der Banken bei 46%. Und das nach einer starken Wachstumsphase der Versicherungen, die wir in den letzten Jahren ja erlebt haben. Aus meiner Sicht ist es aber auch klar, dass der breit aufgestellte Finanzplatz klar eine Stärke ist von unserem Wirtschaftsstandort. Es ist halt so, einmal stabilisieren die Versicherungen die Banken, dann die Banken die Versicherungen und dann eben wieder die anderen Branchen den Finanzplatz oder umgekehrt. Das ist so. Das ist eigentlich auch ein guter Mechanismus. Und darum kann man auch sagen, dass wir insgesamt es eben in den letzten Jahren geschafft haben, immer wieder gut durch die Wirtschaftskrisen zu kommen. Und das letzte Jahr auch jetzt da in dem Krieg, den wir in der Ukraine haben. Das heisst, der Finanzplatz Zürich, und zu dem zählen wir ja auch noch Kantone Schweiz und Zug, die sind das Rückgrat von unserer Volkswirtschaft, von unserem Wirtschaftsraum. In keiner anderen Region, meine Damen und Herren, trägt der Finanzsektor so viel zur gesamten Wirtschaftsleistung bei. Es sind sage und schreibe 16% von der Wertschöpfung und 10% von allen Arbeitsplätzen, die auf den Finanzplatz zurückgehen. Und damit bewegt sich der relative Beitrag vom Finanzsektor zur regionalen Wirtschaftsleistung eben insgesamt auf dem Niveau der weltweit bedeutendsten Finanzzentren
Das kann man sagen. Wir haben das Niveau von den Finanzzentren London oder auch Singapur. Und die absoluten Beiträge vom Finanzplatz Zürich an die Wertschöpfung, die sind, das muss ich auch sagen, die sind richtig schwindelerregend hoch. Rund 30 Milliarden Franken. Das heisst, wenn man es umsetzt, für jede Einwohnerin und jeden Einwohner in der Region Zürich sind das satte 16'000 Franken Wertschöpfung. Und das ist eigentlich schon ein schöner Betrag. Der Finanzplatz stellt auch viele Arbeitsplätze zur Verfügung. Man kann auch sagen, es sind auch sage und schreibe 97'300 sogenannte Vollzeit-äquivalente Arbeitsplätze. Und das sind 42%, meine Damen und Herren, 42% von allen Arbeitsplätzen vom Schweizer Finanzplatz. Vom Schweizer Finanzplatz, 42%. Und das zeigt natürlich, die Zahlen zeigen auch die Bedeutung vom Zürcher Finanzplatz für die Schweiz. Und darum, meine Damen und Herren, darum ist es mir als Volkswirtschaftsdirektorin natürlich ein grosses Anliegen, dass unser Finanzplatz auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt und auch in Zukunft eben die Stütze für unsere Volkswirtschaft bleibt. Warum? Der Finanzplatz ist eben ein wichtiger Arbeitgeber. Er ist ein wichtiger Ausbildner, ein wichtiger Kreditgeber, ein wichtiger Auftraggeber, ein wichtiger Versicherer, ein wichtiger Rückversicherer. Er ist ein wichtiger Steuerzahler und, das ist nicht last but not least, ein wichtiger Förderer auch von kulturellen Institutionen und Veranstaltungen. Und damit das so bleibt, damit wir so stark auch bleiben, da müssen wir innovativ bleiben und da muss auch die Branche innovativ bleiben. Und sie muss sich weiterentwickeln. Auch im Bereich von der Nachhaltigkeit. Sie wissen, nachhaltige Entwicklung, das ist ein Megatrend. Neben anderen wie Digitalisierung und Individualisierung. Und ich bin überzeugt, unser Finanzplatz kann auch in Zukunft der weltweite Leuchtturm bleiben und auch diese Funktion einnehmen. Und warum? Der Finanzplatz Zürich ist der grösste Finanzplatz der Schweiz und er spielt auch international, ich habe es gesagt, eine wichtige Rolle. Und unsere Finanzinstitute haben also einen grossen Hebel, sich auch wirksam einzusetzen, gerade in diesen ganz grossen Megatrends, in diesen Themen, die die Bevölkerung auch sehr stark beschäftigt, eben auch für eine nachhaltige Entwicklung, für eine nachhaltigere Welt. Und ich bin überzeugt, unsere Finanzinstitutionen kommen bei dieser Transformation von dieser Wirtschaft, und zwar verstehe ich Nachhaltigkeit in allen Dimensionen, und zwar sozialökonomisch und ökologisch, bin überzeugt, dass sie da eine entscheidende Rolle überkommen. Und darum haben wir auch uns dem Thema Sustainable Finance eben gewidmet in dieser Spezialstudie. Wir haben uns ganz bewusst schon vor längerer Zeit für das Fokusthema entschieden, weil unser Wirtschaftsstandort und unser Finanzplatz von morgen bei diesem Megatrend und bei dieser Entwicklung muss dabei sein. Und er muss sie auch aktiv mitgestalten. Er muss das nicht nur zur Kenntnis nehmen. Weil auch immer mehr Kundinnen und Kunden, die fordern nachhaltige Finanzprodukte. Und ich bin überzeugt, eine konsequente Ausrichtung in allen Dimensionen, wie ich es gesagt habe, sind eine grosse Chance für unseren Finanzplatz. Und es ist auch eine grosse Notwendigkeit für mich, dass der Finanzplatz weltweit seine Bedeutung behalten kann. Und ich glaube, wir haben schlicht auch gar keine andere Wahl. Unsere Studie zeigt, rund jedes dritte Unternehmen bietet bereits Anlageprodukte an, die qualitative Aspekte wie Umwelt, Klima oder soziale Ziele mit erfassen. Das Potenzial ist aber noch längst nicht ausgeschöpft. Ich erinnere auch an die Klimastrategie vom Zürcher Regierungsrat, wo wir ja das Ziel gesetzt haben, bis 2040 CO2-neutral sein, spätestens 2050. Und da muss auch die Wirtschaft ihren Beitrag an das Ziel leisten. Und weil der Finanzplatz eben so eine grosse Bedeutung hat und so ein wichtiger Player ist,
ist er da auch nicht ausgenommen. Nachhaltig wirtschaften heisst aber auch Sozialwirtschaft. Es geht um Chancengleichheit, es geht um Arbeitsplätze und es geht um Arbeitsbedingungen. Und nachhaltig wirtschaften heisst natürlich auch Ökonomie. Auch ich kann mich noch gut erinnern an die Medienkonferenz vor 2 Jahren, wie wir mit Maske hier saßen und die Einschränkungen der Pandemie waren sehr spürbar, auch die Sorge um die Wirtschaft. Und heute, 2 Jahre danach, haben wir harte Daten, wie sich die Gesamtwirtschaft entwickelt hat in dieser Zeit. Und wir können feststellen, dass die Volkswirtschaft in der Schweiz, aber auch hier in der Region Zürich, sehr viel resilienter durch diese Krise gekommen ist als andere Volkswirtschaften. Und da haben natürlich maßgeblich dazu beigetragen, die Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Kantonen, namentlich die Kurzarbeiterentschädigung oder auch die Covid-Kredite. Sie sehen hier in der Grafik, rund ein Viertel der Covid-Überbrückungskredite wurde hier in der Region Zürich abgewickelt. Wurde schon erwähnt, in der Studie verstehen wir unter Region Zürich immer die 3 Kantone, Zürich, Zug und Schwyz. Insgesamt war es ein Volumen von 3,9 Milliarden Franken. Und ich finde, die Covid-Überbrückungskredite sind ein gutes Beispiel für die Infrastrukturfunktion des Finanzsektors, denn die effiziente Abwicklung der Kreditanträge hat damals dafür gesorgt, dass die Unternehmen rasch und ausreichend mit Liquidität versorgt worden sind, deswegen eine Konkurswelle vermieden werden konnte. Natürlich hat der Finanzsektor nicht nur in Krisenzeiten eine Infrastrukturfunktion, sondern auch in normalen wirtschaftlichen Zeiten. Ohne die Banken gäbe es keine Geldversorgung oder Kreditversorgung. Ohne die Versicherungen hätten Schadenfälle verheerende oder sogar existenzielle Auswirkungen auf die Betroffenen. Und ohne die Möglichkeit, finanzielle Risiken abzusichern, wäre die wirtschaftliche Aktivität sicherlich sehr viel geringer. Der Finanzplatz gehört also zur Infrastruktur einer Volkswirtschaft, genauso wie es zum Beispiel der Energiesektor tut. Beide haben gemeinsam, dass sie letztendlich dafür Sorge tragen, dass andere Akteure ihr Potenzial, ihr wirtschaftliches Potenzial entfalten können. Im Unterschied zum Energiesektor kann aber der Finanzsektor noch viel mehr als Wirtschaftsfaktor zu Wachstum und Wohlstand beitragen. Dies besonders in Regionen wie Zürich, wo Banken im grenzüberschreitenden Vermögensberatungsgeschäft oder die Rückversicherung auch als Dienstleistungsexporteure aktiv sind und so für Wohlstand in der Region sorgen. Und wie diese Funktion als Wirtschaftsfaktor nun genau in Zahlen erfasst werden kann, das gehe ich mit Ihnen durch. Teilweise haben Sie die Zahlen schon gehört. Ich bringe sie trotzdem nochmal. Wir fangen an mit den zentralen volkswirtschaftlichen Kennzahlen, nämlich Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Sie sehen, der Finanzsektor erwirtschaftete im Jahr 2021 hier in der Region eine Wertschöpfung von fast 30 Milliarden Franken und hat dabei 97.300 Vollzeitäquivalente Stellen besetzt. Damit ist er das Herzstück des Schweizer Finanzplatzes, 45% der Wertschöpfung und 42% aller Arbeitsplätze des Schweizer Finanzsektors sind hier angesiedelt in dieser Region. Und natürlich hat der Finanzsektor hier in der Region eine ganz besondere Bedeutung für die gesamte Volkswirtschaft. Sie sehen das hier. Der Wertschöpfungsanteil beträgt 16%, der Anteil an den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsplätzen 10%. Damit ist die Bedeutung deutlich höher als in der Schweiz insgesamt. Sie sehen hier die Zahlen, da beträgt der Anteil 9% bei der Wertschöpfung und 6% bei den Arbeitsplätzen. Und auch in diesen 2 schwierigen Corona-geprägten Jahren konnte der Finanzsektor auch die konjunkturelle Entwicklung stabilisieren, während es ja insgesamt 2020 zu einer Rezession gekommen ist, mit einem Rückgang
des Bruttoinlandsprodukts um 0,8%, konnte der Finanzsektor weiterhin stark zulegen. Sie sehen hier, die reale Bruttowertschöpfung ist um 7% gewachsen, dann 2021 um 5,4%. Der Finanzsektor hat also maßgeblich die konjunkturelle Entwicklung stabilisiert und erfreulicherweise ist auch die Zahl der Arbeitsplätze in diesem Zeitraum deutlich gestiegen. Wir wollen nun ein bisschen stärker noch eintauchen in die regionale Dimension und schauen, wie sich innerhalb der Region der Finanzplatz verteilt. Sie sehen hier die Anteile an der Bruttowertschöpfung und da sehen wir mehr als zwei Drittel der Wertschöpfung wird hier in der Stadt erwirtschaftet. Hier ist also tatsächlich in der Stadt das geografische Zentrum. Hier sind die großen Banken, aber auch große Versicherungsgesellschaften angesiedelt, wie Swiss Life, Swiss Re oder die Zürich Versicherung. 26%, also etwas mehr als ein Viertel der Wertschöpfung, wird dann im restlichen Kanton erwirtschaftet. Auch da hat man nochmal große Versicherungsgesellschaften wie Helsana, Allianz, Generali, die hier angesiedelt sind. Und in den beiden Kantonen Zug und Schwyz zusammen gibt es einen Anteil von 7%. Die Bedeutung der Stadt, die kommt auch zum Ausdruck, wenn wir den ganzen Schweizer Finanzsektor betrachten, sage und schreibe 31%, also fast ein Drittel des Schweizer Finanzsektors wird hier in der Stadt erwirtschaftet. Und natürlich ist auch die Bedeutung für die Gesamtwirtschaft in der Stadt nochmal deutlich höher. Das sehen wir ganz unten, 27% der Wirtschaftskraft in der Stadt Zürich wird durch Banken, Versicherungen und sonstige Finanzdienstleistungen erwirtschaftet. Das sind starke Zahlen und wir wollten natürlich auch wissen, wie sich der Finanzsektor der Region Zürich im internationalen Vergleich geschlagen hat. Dazu haben wir einen Vergleich gemacht von internationalen Finanzplätzen weltweit. Wir sehen hier zunächst die Einordnung von der Größe her. Natürlich kann Zürich nicht ganz mithalten von der Größe mit den Spitzenreitern New York, London, Hongkong oder Singapur. Die sind schon einmal deutlich größer, aber die Darstellung zeigt doch, dass Zürich einer der führenden Finanzplätze ist und hier in der ersten Liga mitspielt. Und wenn Sie jetzt schauen, welche Bedeutung der Finanzsektor jeweils für die regionale Volkswirtschaft hat, dann landet die Stadt Zürich mit den 27%, die wir gerade eben schon mal gesehen haben, auf Platz 1. Also nirgendwo, wenn wir alle Finanzplätze weltweit angucken, nirgendwo hat der Finanzsektor so eine hohe Bedeutung für die Gesamtwirtschaft wie hier in der Stadt. Und auch wenn wir das Wachstum der letzten 10 Jahre anschauen, haben wir ein sehr erfreuliches Bild. Wir sehen also die durchschnittlichen Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung. Da sehen wir, dass lediglich in Singapur und Hongkong noch eine größere Dynamik war, was die reale Wertschöpfungsdynamik angeht. In der Stadt lag das Wachstum bei durchschnittlich 4% und in der Region bei 3,3%. Diese 3,3%, die sind aber durch sehr unterschiedliche Beiträge der einzelnen Branchen zustande gekommen. Insgesamt können wir doch eine sehr deutliche Divergenz in der Wachstumsentwicklung feststellen. Wir sehen hier nochmal ganz links zunächst mal die Branchenstruktur. Wurde auch schon mal gezeigt, 46% der Wertschöpfung erbringen die Banken, knapp ein Drittel die Versicherungen und 19% die sonstigen Finanzdienstleistungen, deren Anteil in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist. Wir sehen rechts die reale Wertschöpfungsentwicklung ab 2011, die Entwicklung ist indexiert. Und bei den sonstigen Finanzdienstleistern sehen wir, dass der Index im Jahr 2021 dann 190 beträgt. Das heißt, in diesen 10 Jahren ist diese Branche um 90% gewachsen, kumuliert. Pro Jahr macht das 6,6%, also genau doppelt so viel wie die Branche oder der Finanzsektor insgesamt im Durchschnitt. Die Versicherungen liegen genau im Schnitt über den gesamten Zeitraum, lagen lange Zeit über dem Schnitt und sind jetzt ein bisschen runtergekommen in den letzten Jahren aufgrund von Sondereffekten. Die Banken liegen mit 2,2% weiter unten, sind aber immer noch stärker gewachsen als die gesamte Volkswirtschaft in der Region. Und wenn man dieses Wachstumsmuster so anschaut, könnte man ja daraus schließen, dass ein ganz starker Strukturwandel im Gange ist hier. Da muss man aber sehr aufpassen, weil Sondereffekte
dieses Bild ganz stark überzeichnet haben. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz noch zeigen. Hier sehen Sie die sonstigen Finanzdienstleister, und zwar sehen Sie die vollzeitäquivalenten Beschäftigten zwischen 2011 und 2020. Grob kann man die einteilen in bankennahe Tätigkeiten, das ist der größte Teil, und versicherungsnahe Tätigkeiten. Und bei den bankennahen Tätigkeiten haben wir zum Beispiel die Börse drin oder die Fondsbranche. Und dann gibt es noch die sonstigen bankennahen Tätigkeiten, das sind oft Service-Dienstleistungen, die zuhanden von Banken auch geleistet werden. Und Sie sehen, ich habe die beiden Jahre eingerahmt, im Jahr 2017 haben wir dann sprunghaften Anstieg bei den sonstigen bankennahen Tätigkeiten, und das geht zurück auf Umstrukturierung bei den Großbanken. Dort wurden gewisse Serviceaktivitäten in eigene Gesellschaften ausgelagert, und in diesem Moment wurden sie dann in der Statistik dann den sonstigen bankennahen Tätigkeiten zugeordnet. Deswegen haben wir da so einen Sprung. Wenn wir die Banken und die bankennahen Branchen zusammennehmen, das habe ich hier jetzt mal gemacht, dann sehen wir in der obersten Zeile auch, dass die Beschäftigung insgesamt in diesem Jahr auch gestiegen ist. Es hat halt einfach in der Statistik nur eine Umbalancierung gegeben zu Lasten der Banken. Bei denen sind natürlich in der Statistik in diesem Jahr dann mehr als 7.000 Arbeitsplätze weggefallen. Aber die sind nicht weggefallen, die wurden einfach nur umgebucht. Und auch bei den Versicherungen haben wir so einen statistischen Sondereffekt. Im Jahr 2016 gab es auch zu einer Umbuchung bei den Rückversicherungen. Im Unterschied zum Fall eben wurden diese Stellen aber nicht redistribuiert im gesamten Finanzsektor, sondern sie wurden in eine ganz andere Branche zugeordnet, nämlich der Unternehmensberatung, und damit sind da mehr als 2000 Stellen eigentlich weggefallen in der Statistik, aber natürlich sind sie real nicht weggefallen. Also diese Wachstumsdivergenz, die wir gerade eben gesehen haben, die ist durch diese Effekte stark überzeichnet. Die sonstigen Finanzdienstleistungen wären nicht so exorbitant überdurchschnittlich, und die Banken und die Versicherungen wären entsprechend auch ein bisschen höher vom Wachstum. Diese Feststellung darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Strukturwandel im Gange ist im Finanzsektor. Ursächlich ist die Digitalisierung, die gerade bei den Banken auch dazu geführt hat, dass es zu einer Steigerung von Wettbewerb und Margenerosion auch gekommen ist. Das hat Arbeitsplätze gekostet, das stimmt. Und dieser Strukturwandel ist auch immer noch im Gange und wird auch in der nahen Zukunft noch seine Auswirkungen haben auf die Beschäftigungsentwicklung. Damit komme ich schon zum Ausblick, meine Damen und Herren. Wir beobachten bei den Banken beispielsweise ja immer noch Rationalisierungseffekte. Es gibt Sparprogramme von Großbanken. Wir können auch immer noch beobachten, dass die Filialdichte immer noch leicht sinkt. Dieser Konsolidierungsprozess ist noch nicht ganz abgeschlossen, größter Teil schon, aber eben noch nicht ganz. Gleichzeitig müssen wir aber auch betonen, dass an anderer Stelle auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden, zum Beispiel im Bereich IT, im Bereich Nachhaltigkeit und im Bereich Regulierung. Das gilt nicht nur für die Banken, sondern auch für die Versicherungen. Und Sie sehen ja hier auch an den Prognosen, die wir gemacht haben, im gesamten Finanzsektor rechnen wir immer noch damit, dass per Saldo neue Jobs geschaffen werden. Im laufenden Jahr haben wir ein Wachstum von 0,9% prognostiziert und dann für die kommenden 5 Jahre jeweils 0,5%. Das ist in etwa im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Kommen wir zur realen Wertschöpfungsentwicklung. Da sehen Sie nochmal Retroperspektive 3,3%. Das war deutlich überdurchschnittlich in den letzten 10 Jahren. Wir haben da bei den Banken so zwei gegenläufige Entwicklungen. Einerseits kam natürlich mit dem Einbruch der Börsenkurse letztes Jahr, kam es natürlich zu Verlusten bei den Kommissionseinnahmen. Das hat sich natürlich stark negativ bemerkbar gemacht. Gleichzeitig kam es auch zur Zinswende. Das war eine gute Nachricht für die Banken, weil sie dadurch wieder bessere Margen generieren können. Bisher
hat die Kreditnachfrage sehr unelastisch reagiert auf die Steigerung der Zinsen. Also die Banken können im Zinsgeschäft wieder besser verdienen. Und langfristig geht man natürlich auch bei den Kommissionseinnahmen von stärkeren Wachstumsraten aus. Bei den Versicherungen gab es, es wurde bereits erwähnt, starke Sondereffekte. Da wird es noch ein bisschen auch Aufholprozesse geben. Im vergangenen Jahr kam dazu, dass natürlich die Schadenssummen aufgrund der Inflation dann auch gestiegen sind. Das kommt mit einer Verzögerung dann natürlich auch bei den Prämien an, die dann angepasst werden. Insgesamt wird der Versicherungssektor erst dann wieder an die sehr starken Wachstumsraten der Vergangenheit anknüpfen können, wenn auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wieder anzieht im laufenden Jahr. Das sehen Sie hier ja auch. Rechnen wir gesamtwirtschaftlich mit einer Stagnation, also minus 0,1% für das Bruttoinlandsprodukt. Langfristig erwarten wir für die reale Wertschöpfungsentwicklung im Finanzplatz eine durchschnittliche Wachstumsrate von 2,0. Und das liegt über dem Durchschnitt der gesamten Volkswirtschaft. Das heißt, neben der eingangs erwähnten Infrastrukturfunktion kann der Finanzplatz Zürich auch in den nächsten Jahren weiterhin auch ein Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung sein, durch seinen Beitrag und damit weiterhin Wohlstand und Wachstum generieren hier in der Region. Und darüber hinaus hat er jetzt noch eine weitere Funktion, nämlich, damit kommen wir jetzt so langsam zum Spezialthema, Finanzunternehmen können auch bei der Transition der Wirtschaft und Gesellschaft in eine nachhaltige Zukunft als Katalysator fungieren. Das war ja das Spezialthema, und das haben wir zusammen mit Swiss Sustainable Finance erarbeitet. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sabine Döbeli und auch Hendrik Kimmler, der auch hier ist. Das war eine sehr tolle Zusammenarbeit, und ich möchte Ihnen kurz ein paar ausgewählte Ergebnisse daraus präsentieren. Zunächst mal zur Definition von Sustainable Finance. Nachhaltiges Finanzwesen, der deutsche Begriff, bezieht sich auf jede Form von Finanzdienstleistung, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien in die Geschäfts- oder Investitionsentscheidungen zum dauerhaften Nutzen sowohl der Kunden als auch der Gesellschaft als Ganzes integriert. Soweit die Definition. Und was hat es jetzt mit der Katalysatorfunktion der Finanzunternehmen auf sich? Die Finanzunternehmen können natürlich ihre Kundinnen und Kunden ermuntern und anreizen, nachhaltige Strategien umzusetzen und entsprechend anzulegen. Also einerseits geschieht es im Anlagegeschäft durch den Beratungsprozess, aber auch natürlich durch die Bereitstellung einer entsprechenden Produktpalette und andererseits über Aktivitäten im Finanzierungsgeschäft, sei es über die Kreditvergabe oder in Form von kapitalmarktbezogenen Dienstleistungen, beispielsweise Green Bonds. Versicherer haben hier auch einen Impact. Natürlich sind sie einer der großen Investoren, aber sie können auch Anreize setzen, indem sie Prämienrabatte für umweltschonendes Verhalten oder umweltschonenden Konsum vergeben. Weltweit hat Sustainable Finance seit 2015 im Pariser Klimaabkommen einen sehr deutlichen Entwicklungsschub erfahren. Das zeigen ganz verschiedene internationale Studien. Wir sehen hier jetzt Zahlen vom Global Sustainable Investment Alliance. Das ist unsere Referenzstudie. Dort wird ausgewiesen, dass 2020 insgesamt ein Volumen von 35 Billionen US-Dollar in nachhaltige Anlagen investiert wurde. Wenn wir die Dynamik anschauen, das sieht steil aus. Man muss aber auch vorsichtig sein bei den länderübergreifenden Analysen, weil die Kriterien sind uneinheitlich, die Definitionen von Sustainable Finance, und sie ändern sich zum Teil auch. In Europa sind sie deutlich strenger geworden. Deswegen ist der Anteil der nachhaltigen Anlagen in Europa in den letzten Jahren erstmal noch gesunken. Aber von daher interpretiere ich jetzt nicht zu sehr das Wachstum. Aber wir können festhalten, 2020 lag der Anteil der nachhaltigen Anlagen an den gesamten Assets under Management bei 36%. Sustainable Finance ist also ein Treiberfaktor, mehr als ein
Drittel der Anlagen sind schon nachhaltig angelegt. Und in der Schweiz, hier haben wir zum Glück einen sehr fundierten und detaillierten Market Report von Swiss Sustainable Finance zur Verfügung, der ganz viele Aspekte von diesem Thema auch beleuchtet und auch über die Zeit monitort. Und wir sehen da für 2021 ein Volumen von knapp 2 Billionen Schweizer Franken an nachhaltigen Anlagen. Im Jahr 2020 war es noch 1,5 Billionen. Das heißt, man hat da einen enormen Zuwachs gehabt. Das ist natürlich teilweise auch deshalb passiert, weil die Vermögenswerte im Jahr 2021 stark gestiegen sind, die Börsenwerte, aber zum anderen auch, weil die Durchdringung von nachhaltigen Anlagen nochmal deutlich zugenommen hat. Und wir rechnen auch beim Thema nachhaltige Finanzierung mit einem deutlichen Schub noch in den nächsten Jahren. Gemäß einer Studie von Boston Consulting muss in der Schweiz damit gerechnet werden, dass für eine dekarbonisierte Wirtschaft Investitionen von rund 400 Milliarden Schweizer Franken notwendig sein werden in den nächsten Jahrzehnten. Und hier braucht es natürlich auch nachhaltige Finanzierungslösungen. Der Bundesrat hat ja das Ziel formuliert, dass die Schweiz führend werden soll, ein führender Hub werden soll für Sustainable Finance. Und wir sehen an der rechten Grafik, innerhalb der Schweiz ist das Zentrum ganz klar in der Region Zürich angesiedelt. Das ist auch eine Auswertung von Swiss Sustainable Finance. Wir sehen hier im Jahr 2021 schon mehr als 1 Billion Schweizer Franken nachhaltige Anlagen hier in der Region. Und das macht dann mehr als die Hälfte des gesamten Betrags in der Schweiz aus. Vor dem Hintergrund der Dynamik, die wir jetzt gesehen haben, ist ja klar, dass es ein Treiberfaktor wird und dass natürlich Kompetenzen und entsprechende Produktlösungen im Bereich Sustainable Finance zum Wettbewerbsfaktor, zum relevanten Wettbewerbsfaktor werden wird. Und das sehen auch die Stakeholder des Ökosystems hier in Zürich so, die haben wir befragt. Circa 2/3 oder 62% der befragten Stakeholder sagen, das Thema Sustainable Finance wird für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Zürich relevant oder sehr relevant. Wenn wir noch die dazu zählen, die sagen eher relevant, sind es bereits mehr als 3/4, also lediglich 5% der Befragten sagen, das ist nicht relevant in der Zukunft. Und diese Stakeholder-Befragung, die möchte ich Ihnen noch mal kurz ein bisschen erläutern. Was verstehen wir unter dem Ökosystem Sustainable Finance hier in der Region? Dazu gehören für uns Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Venture Capital Investoren, Fintechs, Dienstleister im Bereich Sustainable Finance, aber natürlich auch öffentliche Institutionen und Hochschulen. Das ist für uns so der umfassende Ansatz. Und aus diesen Stakeholder-Gruppen haben wir insgesamt 500 Institutionen und Unternehmen angeschrieben. Mehr als 100 haben an unserer Befragung teilgenommen und dort Angaben gemacht, wie es bei ihnen eben hinsichtlich Nachhaltigkeitsmaßnahmen und konkreter Produktgestaltung aussieht. Das Hauptziel der Befragung war nicht die generelle Verbreitung des Themas Sustainable Finance bei den Unternehmen zu erfassen. Das ist mittlerweile ganz fest verankert. Das zeigen auch andere Befragungen, dass es eigentlich kaum noch Unternehmen gibt in dieser Branche, die sagen, dass sie da dieses Thema gar nicht berücksichtigen. Aber uns war es eben wichtig zu erfahren, wer hat denn ganz konkrete Ziele festgelegt in den Produkten und wer hat innovative Ansätze, weil innovative Ansätze sind natürlich auch wichtig, wenn man künftig im Wettbewerb dann bestehen will. Und jetzt kommen wir zu einigen Ergebnissen. Zunächst mal haben wir nach den Anlageprodukten mit spezifischen Nachhaltigkeitszielen gefragt. Das heißt,
Wir haben gefragt, ob die Unternehmen Anlageprodukte haben, die tatsächlich diese Umwelt-, Klima- oder sozialen Ziele quantitativ berücksichtigen. Und das sind immerhin 30% der Unternehmen, die das tun. Es ist eine ganze Vielfalt von Strategien, auch von Anlageprodukten. Am häufigsten wurden genannt Fonds mit CO2-Absenkungspfad. Und damit, damit man die Wirkung von solchen quantitativen Zielen natürlich auch messen kann, braucht es natürlich auch ein entsprechendes Reporting. Transparenz ist hier das Stichwort. Deswegen haben wir gefragt, ob diese Unternehmen denn auch ihre Kunden dann jährlich informieren, wie es aussieht mit der Zielerreichung. Und tatsächlich haben 7 von 10 geantwortet, dass es ein jährliches Reporting gibt. Also insgesamt finde ich kein schlechter Wert, aber es gibt schon auch noch Luft nach oben. Und ganz wichtig für die Förderung von Nachhaltigkeit ist natürlich auch der Dialog mit den Unternehmen, mit den Portfoliounternehmen. Auch da haben wir gefragt, die Unternehmen, wer denn einen direkten Dialog mit den Unternehmen führt, in die investiert wird. Und da haben 43% haben das bejaht. Und bei jedem zweiten von diesen Unternehmen werden tatsächlich auch in diesen ESG-Dialog ganz konkret und gezielt Kompetenzen und Kapazitäten auch investiert, aufgebaut, indem dort ein eigenes Team aufgestellt wurde, was diesen ESG-Dialog betreut. Als nächstes kommen wir noch zur Finanzierungsseite. Hier haben wir erhoben, dass jede vierte Bank bereits mal im Lead oder Konsortium bei der Emission eines nachhaltigen Bonds beteiligt war. Und schließlich noch ein Blick auf die Fintechs. Die bieten eine ganze Vielzahl von Dienstleistungen an, die im Umfeld von Sustainable Finance relevant sind. Also sei es Analysen zur Nachhaltigkeit, Ratings oder das geht hin bis auch zu Lösungen wie im grünen Bankkonto. Also der Anteil lag bei 21%. Also auch hier ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Insgesamt sehen die Unternehmen das Thema Sustainable Finance als Chance. Also es gibt ein riesiges Potenzial. Und gefragt nach konkreten Merkmalen dieser Chancen, hat jedes zweite Unternehmen gesagt, sie erhoffen sich eine Stärkung der Reputation und eine höhere Kundenbindung und auch zusätzliche Kundengewinnung. Jeweils etwa ein Drittel der Befragten hat angegeben, sie sehen auch die Möglichkeit, tatsächlich als Organisation einen Beitrag zu leisten zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Und auch knapp über ein Drittel sieht hier eine Chance, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und wo Chancen sind, sind meistens auch Herausforderungen. Deswegen haben wir natürlich auch nach diesen gefragt. Und da sehen wir, dass wiederum jedes zweite Unternehmen politische und regulatorische Rahmenbedingungen, aber auch stärkere Transparenzpflichten, Nachhaltigkeitsreporting etc. hier als Herausforderung sehen. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch, kommt die Notwendigkeit von Standards, die definiert werden müssen und die dann auch natürlich überprüft werden müssen, um auch die Glaubwürdigkeit zu stärken, Greenwashing zu vermeiden. Das gehört natürlich auch dazu. All das braucht Manpower, braucht qualifizierte Fachkräfte und genau deswegen ist es für die Unternehmen auch eine Riesenherausforderung. Wird hier auch bei einem Drittel der Unternehmen angegeben, dass die Rekrutierung von Fachkräften hier sehr herausfordernd ist. Last but not least, auch ungefähr ein Drittel der Unternehmen rechnet damit, dass es im Bereich Sustainable Finance zu einem stärkeren Wettbewerbsdruck und auch einem stärkeren Preisdruck kommen wird. Damit bin ich eigentlich durch mit meiner Präsentation und komme zum Fazit. Was den ersten Teil angeht, möchte ich Ihnen gerne unsere Infografik noch ans Herz legen. Die ist ganz zu Beginn abgedruckt in der Studie. Dort sehen Sie wirklich auf einen Blick nochmal
was den Finanzplatz jetzt als Wirtschaftsfaktor ausmacht. Die Stichworte sind natürlich, es ist Herzstück des Schweizer Finanzplatzes, das Rückgrat der auch Zürcher Wirtschaft, und er hat im internationalen Vergleich sehr gut abgeschnitten. Was den zweiten Teil des Themas Sustainable Finance angeht, haben wir das Fazit gezogen. Es gibt ein riesen Entwicklungspotenzial, ist also eine riesige Chance. Damit verbunden braucht es natürlich auch entsprechende Kapazitäten, entsprechende Lösungen, um wettbewerbsfähig zu sein und dieses Potenzial am Schluss auch abrufen zu können. Die Player hier am Finanzplatz Zürich haben durchaus innovative Lösungen, aber die Durchdringung ist dort noch nicht so hoch, wie sie sein könnte. Also da gibt es schon noch Raum zu Verbesserungen, und die Herausforderungen und Chancen haben wir gerade miteinander angeguckt. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Damit schließe ich und gebe das Wort an Sabine Döbeli, die eine Einordnung des ganzen Themas noch vornehmen wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um die Studie aus Sicht von SSF, Swiss Sustainable Finance, zu kommentieren. Die Zusammenarbeit mit dem BAK war auch für uns fruchtbar und hat uns geholfen, auch noch neue Perspektiven zu gewinnen. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, erlauben Sie mir, Swiss Sustainable Finance noch ganz kurz vorzustellen. Wir sind ein Verband, der zum Ziel hat, die Schweiz zu einem führenden Finanzplatz, zu einem nachhaltigen Finanzplatz zu machen. Ganz klar mit dem Ziel, damit eben auch diese Transition in eine nachhaltige Zukunft, in eine nachhaltige Wirtschaft mitzugestalten. Und wie wollen wir das erreichen? Vor allem über vier Hebel. Die Förderung geeigneter Rahmenbedingungen, also politischer Dialog ist hier im Zentrum. Den Dialog mit anderen wichtigen Stakeholdern. Wir arbeiten viel zusammen mit den anderen Finanzverbänden und bringen dort unser Fachwissen ein, aber auch im internationalen Kontext mit anderen Verbänden. Informationsarbeit, unzählige Anlässe und Studien, die wir jährlich herausgeben zum Thema, sowie dann die Bereitstellung von ganz konkreten Hilfestellungen. Wir zählen im Moment 230 Mitglieder und sind damit die zentrale Anlaufstelle im Thema. Ja, wir haben es gehört und auch gesehen in der Präsentation von Michael Grass. Nachhaltige Anlagen, die sind auf Wachstumskurs. Mit diesem schon langjährigen zweistelligen Wachstumspfad, den wir sehen, da hat sich natürlich auch die Komplexität erhöht. Und ganz klar, mit diesem Wachstum kam auch immer mehr der Vorwurf von Greenwashing. Beispielsweise im Falle von Fonds sprechen wir hier bereits von der Hälfte aller Fonds, die in der Schweiz verwaltet werden, die irgendwie in einer Form nachhaltige Kriterien berücksichtigen. Wir wollten ganz bewusst für diese Studie nicht einfach diesen breiten Markt abbilden, sondern das einengen auf innovative, nachhaltige Finanzdienstleistungen. Aber ich kann Ihnen sagen, das war, denke ich, der schwierigste Part dieser ganzen Studie, die Definition, was heißt denn eigentlich innovativ? Und wir haben es wirklich an drei Themen festgemacht. Wir versuchten uns zu konzentrieren auf Produkte, die auch eine Wirkung haben, einen positiven Beitrag leisten, auf Produkte, die höhere Anforderungen erfüllen an Transparenz zu Nachhaltigkeit und im Falle von Fintech-Lösungen solche, die bereits am Markt sind, also marktfähig sind. Das nur als Randbemerkung nochmal zu diesem Begriff nachhaltige Investments und der Tatsache, dass eben nur rund ein Drittel aller Befragten solche innovativen, nachhaltigen Dienstleistungen hatte. Nun aber zu meinen Kommentaren zur Studie. Ich denke, was wirklich auffällt, ist, mit diesen 52% aller nachhaltigen Anlagen ist Zürich der wichtigste nachhaltige Finanzplatz der Schweiz. Das ist klar und vielleicht insofern nicht erstaunlich, aber der Anteil liegt doch höher als der Wertschöpfungsanteil mit nur 45%, also 7 Prozentpunkte darüber. Zürich ist sicher auch international ein wichtiger Standort für nachhaltige Finanzen. Aber jetzt komme ich zum Aber. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das so bleibt. Wir verlieren an Boden. Ich möchte es an zwei Beispielen illustrieren. Zum einen
ist Zürich im Global Green Finance Index von Platz 6 auf Platz 11 zurückgefallen im vergangenen Jahr. 5 Ränge zurück. Man muss das mit Vorsicht genießen. Es ist ein umfragebasierter Index, der auf Meinung basiert. Ich finde, man darf es trotzdem erwähnen, weil das ganze Thema hat auch mit Wahrnehmung zu tun und wir müssen dranbleiben. Ein Beispiel, das mehr faktenbasiert ist, da geht es um Impact-Investments im engsten Sinne. Tameo macht jährlich eine Studie zu diesem Bereich, Private Market Impact Investments in Entwicklungsländern. Dort ist der Anteil der Schweiz von 35% auf 15% zurückgefallen. Ich kann Ihnen sagen, das hat mich jetzt etwas beunruhigt. Es heißt nicht, dass in der Schweiz weniger solche Assets verwaltet werden, aber im Ausland sind die Wachstumsraten deutlich höher. Allen voran in den USA, aber auch in Ländern wie Holland oder UK. Um nur zwei zu nennen. Also hier auch eher ein Rückgang. Das Wachstum in der Schweiz in diesem Bereich ist also weniger stark als im Ausland. Dann, wir haben es gehört von BAK. Es gibt rund ein Drittel der Befragten, die bereits innovative Produkte im Angebot haben. Also die Innovationskraft ist vorhanden. Aus meiner Sicht gibt es hier aber auch Luft nach oben. Und es sollten noch mehr Finanzdienstleister hier auch höhere Ambitionen haben, Produkte mit klaren Zielen und auch mit mehr Transparenz anbieten. Wir sehen in verschiedenen Kundenbefragungen, dass die Kundschaft Wert darauf legt, dass nachhaltige Anlagen auch eine positive Wirkung haben. Das ist in der Praxis alles andere als trivial. Aber dass heute dieser Anteil erst bei etwa 30% liegt, zeigt einfach, dass hier die Anbieter auch noch ihre Hausaufgaben machen müssen. Im Moment stehen nachhaltige Finanzprodukte häufig in der Kritik. Ich würde sagen, 80% aller Artikel in den Medien haben den Begriff Greenwashing mit drin. Greenwashing ist das Stichwort. Aus meiner Sicht beruht ein Teil dieser Vorwürfe auch auf Missverständnissen in Bezug auf die Ziele solcher Produkte und die angewandten Mechanismen. Aber es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass es auch bei gewissen Produkten sicher konkrete Gründe gibt, von Greenwashing zu sprechen. Oft hängt das mit unsorgfältiger Kommunikation zusammen. Hier kommt aus meiner Sicht gutes Know-how ins Spiel. Die Banken und die Vermögensverwalter, die brauchen gutes Know-how zu nachhaltigen Finanzen. Insofern hat es mich erstaunt, dass nur ein Drittel denkt, dass das Rekrutieren von Fachkräften hier wirklich eine Herausforderung ist. Wir wissen, dass eigentlich alle nach solchen Spezialisten suchen. Es braucht also mehr Fachkräfte hier. Entschuldigung, das war jetzt zu schnell. Der nächste Punkt ist noch das Thema regulatorisches Umfeld. Ich kann Ihnen sagen, dieses Umfeld ist in den letzten Jahren, gelinde gesagt, sehr komplex geworden. Und das war bisher vor allem getrieben von der Europäischen Union und der Tatsache, dass global unterschiedliche Standards definiert werden im Moment. Die Schweiz hat sich bis anhin mit dem Regulieren sehr zurückgehalten, aber der Bundesrat hat im Dezember klargemacht, dass er Handlungsbedarf sieht im Thema Greenwashing. Er hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in der wir vertreten sind. Sie soll bis im September eigentlich definieren, wann verdient ein Produkt das Prädikat nachhaltig, sustainable und wann auch nicht. Wir werden uns dafür einsetzen, dass hier glaubwürdige Kriterien festgelegt werden, ohne dabei eine solche Reporting-Flut zu generieren, wie das jetzt auf europäischer Ebene der Fall ist. Für mich stellt sich damit schon die Frage, sind wir schon, wo wir sein sollten in diesem Thema? Aus meiner Sicht ist die Antwort nein, das sind wir noch nicht. Ich sehe drei wichtige Stoßrichtungen und das erste ist ganz klar, wir brauchen einheitlichere Standards für die Anwendung dieser verschiedenen Begriffe und wir brauchen zu diesen Standards dann auch mehr Transparenz. Das hat zwei Ebenen. Das hat die Ebene Realwirtschaft, die müssen bessere Daten bereitstellen, aber das hat natürlich auch die Ebene Finanzdienstleister, die beispielsweise die Swiss Climate Scores aufnehmen sollten, die im letzten Juni vom Bundesrat publiziert wurden. Es ist klar,
Dieses Thema ist nicht ein spezifisches Thema für den Zürcher Finanzplatz, das ist ein nationales Thema und das sogar in Abstimmung auf internationale Entwicklungen. Ein Zürcher Thema ist aus meiner Sicht Sichtbarkeit und bessere Vernetzung. Hier vielleicht einfach das Beispiel Genf, die sind in diesem Global Green Finance Index von Platz 9 auf Platz 7 vorgerückt. Das hat sicher auch zu tun mit der Konferenz Building Bridges, die zum dritten Mal in Genf stattgefunden hat. Die zeigt einfach, wie man lokales Know-how international auch sichtbar machen kann. Und da, denke ich, könnten wir im Kanton Zürich auch noch etwas zulegen. Die vom Kanton Zürich lancierte Online-Plattform für innovative Anbieter, die wurde noch nicht stark genutzt, würde aber sicher in diesem Hinblick auch mehr Sichtbarkeit schaffen. Mit der ZHAW haben wir bei SSF versucht, eine Vernetzung zu verbessern zu Fintechs und haben eine ganze Eventreihe zu diesem Thema organisiert. Damit noch zum dritten Thema. Es braucht noch viel mehr Ausbildung in diesem Thema. Sowohl die Uni Zürich wie auch die ZHAW haben schon viel gemacht und neue Kurse angeboten. Es braucht aber auf allen Ebenen mehr. Wir werden demnächst ein neues E-Learning-Modul für Stiftungsräte von Pensionskassen lancieren, weil auch in den Vorständen braucht es mehr Know-how zum Thema. Sehr geehrte Damen und Herren, nachhaltige Finanzen, die spielen heute schon eine wichtige Rolle im Zürcher Finanzplatz, aber damit dieser seine Wettbewerbsfähigkeit behalten kann, müssen wir dafür sorgen, dass das Angebot laufend verbessert wird und dass sowohl bezüglich Transparenz und Wirkung solcher Produkte auch noch eine Steigerung vonstatten geht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, geschätzte Frau Regierungsrätin. Genau, unser Helvetismus. Geschätzte Frau Regierungsrätin, liebe Carmen, geschätzte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich bei Michael Grass für die Präsentation von diesen aktuellen Zahlen zu unserem Finanzplatz und auch zum Einblick in den Stand der Nachhaltigkeit im Finanzsektor am Standort Zürich. Und ich danke Sabine Döbeli für die Einordnung dieser Ausführungen zum Fokus der Sustainable Finance in einem grösseren Rahmen. Der städtische Finanzplatz, wir haben es eindringlich und deutlich gehört, ist das Herz des regionalen Finanzplatzes und gleichzeitig auch ein zentraler Pfeiler der Stadtzürcher Wirtschaft. Die Zahlen haben das eindrücklich gezeigt, wo wir gesehen haben. Der städtische Finanzsektor hat im 21. mehr als ein Viertel der städtischen Wertschöpfung generiert und jede oder jede sechste Arbeitstätige, Erwerbstätige in der Stadt beschäftigt. Das sind eindrückliche Zahlen. Die Finanzbranche ist, und auch das haben wir gehört, ja gerade in den letzten zwei Pandemiejahren eine grosse, eine stabilisierende Stütze der Zürcher Wirtschaft gewesen. Und auch wenn die Pandemielage sich zumindest in der Schweiz, und man muss ja das immer, das haben wir auch gelernt in den letzten zwei Jahren, ganz aus dem Moment heraus anschauen, wo wir stehen, wenn die sich entspannt hat, das wirtschaftliche und das politische Umfeld ist nach wie vor turbulent. Es ist darum erfreulich, dass auch die Wachstumsaussichten für den Finanzsektor insgesamt positiv sind. Die Stadt ist sich sehr bewusst, was für eine zentrale Bedeutung als die Finanzbranche für den Wohlstand in der Stadt und in der Region hat. Der Fokusteil dieser Finanzplatzstudie zeigt, dass die Bedeutung der Nachhaltigkeit, und ich glaube, da muss man sagen, auch im Finanzsektor stetig zunimmt. Es nimmt überall zu, aber es nimmt ganz klar auch im Finanzsektor zu. Es ist klar, dass der nachhaltige Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu den drängendsten Herausforderungen gehört von der heutigen Zeit. Ich bin überzeugt, dass die Stadt Zürich als globales Finanzzentrum einen bedeutenden Beitrag kann leisten zu der nachhaltigen Entwicklung kann leisten und muss leisten. Wir stehen, geschätzte Damen und Herren, hier in der Verantwortung. Für das müssen wir nachhaltige Finanzprodukte und Dienstleistungen noch stärker
dafür sorgen, dass sie sich am Markt wirklich durchsetzen und dass sie, das haben wir von der Sabine Döbeli gehört, dass sie eben wirksam werden oder noch wirksamer werden. Die Umfrage, die im Rahmen der Studie durchgeführt wurde, zeigt, dass der Finanzplatz Zürich sich auf den Weg gemacht hat und innovative, nachhaltige Finanzprodukte der Zürcher Finanzbranche bereits, Finanzinstitut bereits angeboten werden. Gleichzeitig ist auch klar, und das hat sowohl der Herr Grass wie auch Sabine Döbeli betont, es ist noch ein weiter Weg vor uns und es sind noch grosse zusätzliche Anstrengungen in diese Richtung nötig. Nicht nur eine wichtige Herausforderung ist eben die konsequente Ausrichtung auf einen nachhaltigen Finanzplatz, sondern, und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, auch eine grosse Chance. Zürich ist dafür gut aufgestellt. Neben der starken Stellung vom Finanzsektor verfügen wir auch über ein tief verankertes Nachhaltigkeitsbewusstsein. Das hat sich in der Stadt Zürich zuletzt gezeigt im Mai 2022, wo die städtische Bevölkerung ein ambitioniertes Klimaziel Netto Null 2040 sehr deutlich angenommen hat. Für die städtische Verwaltung ist es sogar noch 2035. Die Stadt engagiert sich mit voller Kraft, um ihren Beitrag zu leisten, dass wir diese Ziele eben erreichen. Aber ohne das Engagement der Privatwirtschaft wird es nicht funktionieren. Das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam angehen müssen und wo wir nur gemeinsam auch erfolgreich sein können. Die Umfrage zeigt auch, dass die Rahmenbedingungen am Standort Zürich von den Unternehmen grossmehrheitlich als positiv bewertet werden im Hinblick eben auf Sustainable Finance. Das freut mich natürlich. Um nachhaltige Finanzwirtschaft zu fördern, ist der Dialog und die Vernetzung von allen AkteurInnen am Standort Zürich wichtig und zielführend. Das ist auch in dieser Umfrage zum Ausdruck gekommen. Die Stadtentwicklung Zürich, die Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich und auch der Stadtrat engagieren sich schon seit Jahren mit verschiedenen Austauschgefässen für den Dialog zwischen Verwaltung, Politik und der Finanzwirtschaft. Die regulatorischen und die politischen Rahmenbedingungen vom Finanzplatz werden zwar, wir wissen es alle, mehrheitlich bestimmt durch Bundespolitik und natürlich vor allem auch durch internationale Standards und Abkommen. Wir sind aber unsererseits bestrebt, dass wir auf lokaler Ebene ein möglichst gutes Geschäftsumfeld können schaffen und erhalten. Wir investieren dafür laufend in die Infrastruktur, in die Bildung, in das gute Zusammenleben in der Stadt, in die Kultur, kurz und gut in die hohe Lebensqualität in der Stadt Zürich. Nur so können wir den ansässigen Unternehmen und ihren Mitarbeitenden ideale Bedingungen bieten auf lokaler Ebene. Stadt und Kanton arbeiten bei der Clusterpolitik schon seit Jahren zusammen, wenn immer möglich, Hand in Hand. Mit dem Vorgehen bündeln wir auch Kräfte bündeln und erzielen miteinander eben nachhaltigere und damit auch bessere Ergebnisse. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton, mit der Volkswirtschaftsdirektion wird von unserer Seite sehr geschätzt. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und darf das Wort zurückgeben an Carmen Walkerspähl. Ich bedanke mich auch beim Referent und der Referentinnen. Ich möchte noch ganz wenige Ausführungen machen. Frau Döbeli hat ja gesagt, auch der Bundesrat hat das erkannt. Das war im Dezember und er hat ja gesagt, er wolle im Bereich von Sustainable Finance schweizweit eine starke Position einnehmen, aber vor allem die Schweiz in der Welt, weltweit. Er will ein führender Standort werden für nachhaltige Finanzdienstleistungen. Das heisst, mit unserer Studie haben wir eigentlich genau das Richtige gemacht, eine Punktlandung zum richtigen Zeitpunkt, haben wir auch die richtige Studie verfasst. Noch nicht gewusst, dass der Bundesrat dann im Dezember so Entscheid fällt. Und jetzt fragen Sie natürlich sicher, ja, wie geht's jetzt weiter? Es ist ganz klar,
insbesondere wir in der Volkswirtschaftsdirektion. Es ist gesagt worden, Sichtbarkeit. Also wir müssen definitiv an der Sichtbarkeit arbeiten. Darum wird meine Standortförderung im Amt für Wirtschaft und Arbeit das Thema natürlich jetzt weiterverfolgen. Mein Standortförderer, der Dr. Fabian Streif, ist übrigens auch da, um das zu bekräftigen. Wir werden die breite Dialogplattform, die wir schon haben, innovation.zürich, das werden wir versuchen, noch breiter zu machen. Wie gesagt, das ist noch zu wenig. Das ist eine sehr gute Plattform. Ich möchte Sie mal ermuntern, dort drauf zu gehen. Aber im Bereich von Sustainable Finance, da müssen wir noch einen Zacken zulegen. Und zwar in den Dialog, im Dialog zwischen Finanzindustrie, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Behörden und auch Politik. Und das heisst, wir wollen die verschiedenen Akteure aus der Finanzindustrie, auch Cleantech-Industrie, die alle auf dieser Plattform zum Teil schon sind und eben auch nicht noch sichtbarer machen. Und selbstverständlich werden wir dazu uns jetzt auch regelmässiger austauschen im Rahmen von Workshops und Konferenzen. Und wir werden das Monitoring etablieren, das längerfristiges Monitoring bei dem Thema, damit wir auch die Entwicklungen können verfolgen und sehen. Und warum machen wir das? Es ist gesagt worden, die Stadtpräsidentin hat das auch gesagt, wir haben den Anspruch, dass wir Vorreiter sind. Wir haben den Anspruch, wir wollen sein Vorreiter in unserem Land. Und wir wollen aber auch, dass das Land Vorreiter ist, international. Das heisst, wir wollen klar einen führenden Standort für nachhaltige Finanzprodukte und für einen nachhaltigen Finanzplatz sein. Und damit wären wir am Ende von unseren Ausführungen und stellen wir Ihnen jetzt sehr gern für Fragen zur Verfügung. Ja, bitte, Herr Geissler. Ich habe eine Frage zum Bankenplatz. Eben, wir haben es ja gesehen, sehr wichtig für Stadt Zürich. Sind Sie auch der Frage nachgegangen, was würde heissen, wenn es der Credit Suisse sehr schlecht würde gehen, wenn sie verkauft würde, wenn sie im schlimmsten Fall sogar nicht mehr da wäre? Was würde das heissen für den Bankenplatz? Also niemand will, dass Credit Suisse nicht mehr da ist, oder? Also das ist ganz klar, Credit Suisse ist eine der führenden Finanzinstitute. Aber ich glaube, Sie haben das ja auch ausgeführt. Zum Teil wird das auch dramatisch dargestellt, aber wenn man die Zahlen genau anschaut, bleibt halt der gesamte Finanzplatz ein wichtiger und stabilisierender Standort und da gehört sicher auch die Bank dazu. Aber bitte also, den Experten. Wir haben jetzt keine Szenarioanalyse durchgeführt, was mit dem Bankplatz passieren würde, wenn die CS verschwinden würde. Das nicht. Was wir ja beobachten können, ist, dass die CS ihre Strategie bereinigt hat, aus unserer Sicht auch in die richtige Richtung, dass sie sich gut aufstellt für die Zukunft. Und ja, es wird natürlich ein schmerzhafter Anpassungsprozess sein. Das schlägt sich durchaus bei uns in den Prognosen nieder, wenn es um Arbeitsplätze geht zum Beispiel. Ist aber auf der anderen Seite auch ein natürlicher Prozess, dass international tätige Konzerne sich immer wieder stetig anpassen müssen an veränderte Rahmenbedingungen, sich neu aufstellen müssen, um dann in der Zukunft wieder wachsen zu können. Also von daher sind wir nicht so pessimistisch diesbezüglich. Kann ich noch aus Sicht von der Stadt Zürich etwas sagen? Für uns würde es natürlich massiv betreffen, oder? Wenn da wirklich quasi Worst Case würde eintreten. Und ich bin froh, das jetzt so zu hören. Wir sind auch, ich habe es angesprochen, wir sind auch mit dem Finanzplatz generell, aber auch mit den einzelnen Unternehmen in einem regelmässigen Austausch. Und da sind jetzt eben die Massnahmen, die ergriffen wurden, sind natürlich sehr wichtig. Schätzen wir auch als richtig ein, aber man wird es auch noch müssen sehen, oder? Das muss auch gelingen. Also etwas, wo, ja, wo auch noch nicht klar ist, wie es mit dem Stellenabbau wird sein. Das ist aber etwas, wo in den vergangenen Jahren schon ein Thema war. Und bei der jetzigen unglaublich tiefen Arbeitslosigkeit, wo wir haben, auch im Vergleich zum Gesamtvolumen von den Arbeitsplätzen von fast 400'000, die wir in der Stadt Zürich haben, denken wir, ist das verkraftbar? Wird das nicht jetzt unglaublich ins Gewicht fallen? Aber das Unternehmen, also wenn das Unternehmen, das traditionelle und für Zürich so wichtige traditionelle Unternehmen wirklich würde Schaden nehmen, das wäre also massiv für die Stadt Zürich.
Gut, hat es noch weitere Fragen? Frau Minor? Ja, man hat ja das Thema Greenwashing schon zwei, drei Mal angedeutet. Was mir einfach aufgefallen ist in dieser Studie, oder? Zwei Drittel der Unternehmen sagen, es sei mindestens eher wichtig, dass man so Anlagen anbietet, wegen Kundenbindung, wegen Image. Aber deutlich weniger finden, sie leisten damit auch einen Beitrag an die globalen Nachhaltigkeitsziele. Und noch dramatischer finde ich, wenn ich dann schaue, was die Finanzunternehmen selber leisten. Das ist gerade etwa 10%, wo irgendwie zum Beispiel einen Klimaschutzpfad unterschrieben hat. Und da frage ich mich schon ein bisschen, sind wir da nicht einfach in einem Marketing-Gag oder ist das, wie ernst ist es diesen Unternehmen wirklich oder diesen Finanzdienstleister wirklich? Und was macht man, dass nicht beim nächsten Umschwung dann die ihre Produkte irgendwo ganz anders hin verschieben, wo es mehr Reputation bringt? Also man kann das Thema ja auch mal einfach als nachfragegetriebenes Phänomen betrachten. Also immer größerer Anteil von Personen, die Geld anlegen, wollen es so anlegen, dass Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Und Frau Döbeli hat ja ausgeführt, wie wichtig es ist, dass man eben auch Standards setzt, die überprüfbar sind, dass es letztendlich Transparenz gibt. Das alles wird ja von regulatorischer Seite auch vorangetrieben und ist sicher auch notwendig. Aber dementsprechend, alleine schon, weil das so ein starker wirtschaftlicher Treiber wird, werden sich auch die Unternehmen, die Finanzunternehmen, das zu Herzen nehmen. Also bin ich ganz durchgestiegen, was Ihre Hypothese jetzt war, hinsichtlich... Man handelt auf Druck, aber nicht aus innerer Motivation. Also das ist so schlussendlich... Vielleicht nicht Druck, aber es sind ja auch wirtschaftliche Anreize, die die Unternehmen dazu bewegen, sich stärker diesem Thema zu widmen, was ja nicht per se negativ beurteilt werden sollte. Also relevant ist ja am Schluss vom Tag, was für ein Impact unterm Strich herauskommt. Und da bin ich schon der Meinung, leisten Sie einen Beitrag, auch wenn es mehr sein könnte. Ja? Also wenn Sie jetzt, Sie haben ja angesprochen, der Anteil der Unternehmen, der Finanzinstitute, die jetzt beispielsweise irgendeiner Netto-Null-Allianz beigetreten sind. Das sind tatsächlich nur 10%. Aber die anderen Kriterien haben es jetzt nicht genannt, wo ja der Anteil deutlich höher war. Es ist schon klar, es gibt Luft nach oben, aber es ist nicht so, dass keine Bewegung bei dem Thema wäre. Frau Döbeli. Zum einen glaube ich, sehr lange ist der Markt nicht nachfragetrieben gewesen, sondern angebotstrieben. Also über ganz lange Zeit haben jetzt vor allem Finanzdienstleister Produkte gebraucht. Das Wachstum ist wirklich in den letzten paar Jahren gekommen. Also die Nachfrage hat erst jetzt angezogen. Also insofern, glaube ich, ist da schon viel Vorarbeit geleistet worden. Ich glaube, es ist nicht mehr ein Eintagsfliegen, das sieht man in Zahlen. Im letzten Jahr, wo generell die Performance an den Märkten schlecht war, sind in den nachhaltigen Fonds immer noch sehr viele Zuflüsse gewesen, während sie klassischen Fonds Ausflüsse gegeben hat. Und das, obwohl, man muss sagen, das letzte Jahr ist jetzt performancetechnisch für nachhaltige Anlagen schwierig gewesen. Greenwashing ist im Moment wirklich ein Thema, das noch nicht gelöst ist. Das ist ganz klar. Aber das hat für mich viel mit Know-how zu tun, auch bei den Finanzdienstleistern. Und da ist jetzt einiges in Gang gekommen. Es ist nicht zuletzt der EU-Regulator, der in diesem Thema die Schrauben bereits angezogen hat. Und die Schweiz wird es vermutlich auf eine andere Art, ich hoffe, fast noch etwas effektiver ebenfalls machen. Dass noch nicht mehr eine Netto-Null-Allianz unterzeichnet haben, ist für mich nicht erstaunlich. Das ist ein relativ neues Instrument und es ist ein Instrument, wo man sehr weit geht und eigentlich viel Vor-Know-how braucht. Und was dort noch dazu kommt, und das muss vielleicht schon auch noch mal gesagt werden, die Finanzindustrie muss einen Beitrag leisten an diese Transition. Aber die Finanzindustrie ist nicht die, die den Wandel auslösen kann. Letztlich, wenn in der Realwirtschaft Bedingungen so gesetzt sind, dass nachhaltige Businessmodelle sich auszahlen, von den Kunden nachgefragt werden, dann fließt das Geld dorthin. Es ist, das muss man ehrlich sagen, auch
etwas, das nachher von selber abläuft auf Seite der Finanzindustrie. Aber die Finanzindustrie kann und soll unterstützen mit guter Beratung, mit Zugang schaffen im Bereich Hypotheken zu den bestehenden Subventionsgefässen, darauf aufmerksam machen, sensibilisieren und sicher auch mit Finanzierung. Aber die Finanzierung kommt, wenn ein Wirtschaftsmodell Sinn macht. Also als Volkswirtschaftsdirektorin ist mir klar, dass wir diesen Weg müssen gehen und auch wollen gehen, oder? Auch von der Wirtschaft her, nur schon aus ökonomischen Gründen, weil das wird das Thema bleiben. Das geht nicht einfach weg. Also das ist rein auch ein ökonomisches Thema. Und ich denke, am Schluss gibt es aber da auch noch so etwas wie Eigenverantwortung. Also am Schluss muss ich ja auch als Kundin oder Kunde der Bank bereit sein, so ein Produkt auch zu wählen und die Leistungen auch zu holen und die auch anzufordern. Und es braucht eben beides. Es braucht eben, dass der Markt so weit ist und sich vorbereitet, auch um eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber es braucht am Schluss auch die Gesamtgesellschaft, die das mitmacht und die das auch in Anspruch nimmt. Ja, und darum braucht es meiner Meinung nach auch den Druck. Also wenn du sagst, Greenwashing ist ein Thema, das ist ein Druck, wo sich sowohl auswirkt bei denen, die die Produkte nachfragen oder eben nicht nachfragen, wie auch bei den Unternehmungen selber, die merken, ihre, vielleicht in einer Aktiengesellschaft, ihre Aktionärinnen und Aktionäre schauen stärker darauf. Gut, bitte. Ich habe noch eine Frage. Kryptowährungen, gilt das notorisch klimaschädlich? Würden Sie jetzt sagen, dass Unternehmen, die Kryptowährungen anbieten, in der Stadt Zürich nicht mehr willkommen sind, dass die da nicht verloren haben? Da muss ich jetzt sagen, da bin ich zu wenig im Thema, als dass ich jetzt da so eine simple Antwort geben könnte. Okay. Ich kann technisch etwas ergänzen. Also wie viel Energie eine Kryptowährung braucht, hängt extrem davon ab, wie sie aufgebaut ist. Proof of Work, Proof of Stake. Und welches System? Längst nicht alle müssen so viel Energie brauchen wie eine grosse. Und ich denke, insofern muss man es differenziert anschauen. Und ich glaube auch, da kommt noch sehr viel Innovation. Weil das ist ein Problem für die Kryptobranche, wenn sie Prozesse schafft, die sehr energieintensiv sind. Gut, hat es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, ja bitte. Sie müssen ja eigentlich auch freundlich sein für den Finanzplatz an sich. Da kann man ja ganz andere Massnahmen treffen. Ein Evergreen sind natürlich Steuersenkungen, die alle betreffen. Da müssen Sie nicht dort auch ansetzen, um eben auch der Finanzindustrie generell helfen. So im Kanton, sagt der Staat. Also selbstverständlich. Also Sie kennen ja die Haltung der Zürcher Regierung. Im Bereich der Steuern selbstverständlich gehört die steuerliche Attraktivität auch dazu. Übrigens ganz noch viel. Wir könnten auch über Fachkräftemangel oder eben eigentlich besser Arbeitskräftemangel reden. Wir könnten über ganz vieles reden. Aber heute haben wir uns jetzt halt dem Produkt Sustainable Finance gewidmet. Aber wir könnten noch eine grosse Auslegeordnung über den Finanzplatz auch in anderen Bereichen machen. Aber selbstverständlich gehören gute Rahmenbedingungen. Aber das ist dann nicht nur der Finanzplatz. Das gilt dann ganz generell für die Volkswirtschaft vom Kanton Zürich. Das ist sehr wichtig. Aber da arbeiten wir ja auch dran. Die ganze Zeit. Ja. Willst du noch etwas ja, sagen? Ja, gerne. Also, es ist ja eine ganze Reihe. Also, erstens haben wir jetzt ja mal gehört, wie gut das im Finanzplatz da geht. Also, scheint es nicht irgendwie einen wahnsinnigen Handlungsbedarf zu geben. Zweitens, und ich würde gerne im Yves Bisang, unserem Wirtschaftsförderer von der Stadt Zürich, dann noch ein Wort dazugeben. Wir machen ja auch regelmässig Umfragen bei den Unternehmen. Und die Besteuerung ist ein Faktor, wo für sie eine Rolle spielt. Aber also, es ist sehr, sehr selten, dass ich jetzt würde hören, das ist der absolut wichtigste Faktor. In den Gesprächen, ich habe gesagt, wir sind intensiv im Austausch,
ist es eben Fachkräfteverfügbarkeit ist ein extrem wichtiger Faktor. Und jetzt auch, wenn wir eben von der lokalen Ebene reden und ihr sagt, wir investieren in die Stadt, sind es der gute ÖV beispielsweise, ist so ein Thema, sind es generell eine attraktive Stadt auch für die Mitarbeitenden, eben die Fachkräfte, die sie brauchen von diesen Unternehmen, sind die Anforderungen, die sie an uns vor allem stellen. Also, dass wir die Rahmenbedingungen bieten, dass es eben auch für die Mitarbeitenden interessant ist, dass sie hier wohnen. Ich weiß nicht, Yves, kannst du mir gerne ergänzen? Ich kann gar nicht mehr viel mehr dazu beitragen. Es ist tatsächlich so, weder der Kanton Zürich noch die Stadt Zürich haben irgendwie die tiefsten Steuersätze und trotzdem sind die Unternehmen da und florieren da. Also insofern hat das noch nie den Unterschied, glaube ich, ausgemacht. Es ist wichtig, es ist natürlich, muss es attraktiv sein im Ganzen, aber es sind die anderen Faktoren, die da wahrscheinlich eine entscheidende Rolle spielen, die bereits genannt worden sind von der Stadtpräsidentin. Also es ist natürlich richtig, dass, das haben wir ja verschiedentlich gezeigt, dass auch möglicherweise Unternehmen oder Privatpersonen aus steuerlichen Gründen, aus ihrer persönlichen Optimierung, das anders sehen. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass der Kanton Zürich im Jahr 9'000 Neugründungen hat. Jedes Jahr 9'000 Firmengründungen. Und in diesem Katalog, finde ich einfach, darf man überhaupt nicht vergessen, ganz einen grossen Faktor, den ich immer wieder erlebe in den Gesprächen, insbesondere auch mit grossen Unternehmen und renommierten Unternehmen, das sind unsere Bildungsinstitutionen, das muss ich schon sagen. Also die ETH und die Universität, auch unsere Fachhochschule, aber vor allem die ETH und die Universität und die Fachkräfte, oder? Die da kommen, oder? Die eben innovativ sind, die an neuen Technologien arbeiten und die halt sehr begehrt sind, weil wir sind schon als Zürcher Volkswirtschaft ein Innovationsmotor auch von der Schweiz. Und da tönt natürlich, nebst den Unternehmen, tönt unsere Hochschulen einen sehr, sehr grossen Beitrag leisten. Und da sind wir ja permanent auch im Dialog mit den Hochschulen, mit der ETH, mit der Universität, um da eben auch für den Standort zu arbeiten. Gehört eben auch noch dazu. Herr Geisseler, haben Sie noch eine Frage? Ist es gut? Gut, dann würde ich, dann danke ich Ihnen mal ganz herzlich für das Interesse, auch für die spannenden Fragen. Und dann wäre die Medienkonferenz geschlossen. Mit Dank an die Referentinnen. Merci vielmals.